Thomas Hörlimann. Flug durch Zürich. 1992. Zürich, hinterm Bahnhof. Ein Morgen im Februar. Die junge Frau zeigt in die Luft, weinend. Sie haben ihr, so sagt sie, die Füße ausgerissen. Ihr? Die Füße? Ja, sagt sie schniefend. Dort oben. Dort fliegt sie. Wo? Was? Ich verstehe kein Wort. Bin verkatert, will weiter. Bloß weg hier. Aber die Frau mich einholend, packt mich am Ärmel. Sie ist bleich, schmal, fast noch ein Kind. Hilf mir, sagt sie. So hilf mir doch, siehst du? Dort stirbt sie, hoch in der Luft. Ich riskiere ein Grinsen. Du Arsch! Schreit sie. Meiner Taube fehlen die Füße. Ohne Füße kann sie nicht landen, kapiert? Ein Reflex. Meine Hand greift zum Gesäß. Kontrolliert das Portemonnaie. Oder will ich ihr Geld geben? Mich loskaufen? Die Frau sieht plötzlich alt aus. Ein keifendes Weib. Trotzdem tut sie mir leid. In ihrem abgewetzten, löchrigen, dünnen Jeansklamotten. Das T-Shirt voller Rotze. Am Hals ein paar Stiche. Schweren. Sie ist alt. Ein altes Kind. Hilfst du mir? Betteln ihre großen, nassen Augen. Auf der Tramhaltestelle stehen die Jemands in einer Reihe. Jemand beißt die Zähne zusammen. Jemand hört hin. Jemand sieht weg. Jemand trägt Schlaf im Gesicht. Und jemand blickt in den Abgrund seiner Zeitung. Jetzt ein Klingeln. Schrill naht der Tram. Pass doch auf. Idiot! Meine Nerven! Meine Nerven! Die Jemands drängen sich zum Pulk und der Mann, der die Zeitung gelesen hat, klemmt sich den Abgrund unter den Arm, sauber gefaltet. Die Kindfrau glotzt vor sich hin. Dann zeigt sie ein scheues Lächeln. Und dann, als wolle sie mir eine verbotene Ware verkaufen, tut sich ihre Hand langsam auf. Stoff? Nein. Auf ihrem Handteller liegen zwei Vogelfüße. Graudünne Läufe mit vier Zehen. Begreifst du jetzt? Fragt sie leise, fast flüsternd. Glaubst du mir? Verkehr. Es ist kalt. Bitterkalt. Dort oben scheint nun die Sonne, ein Teich aus Licht, aus Eis. Auch der Himmel friert zu. Vielleicht, denke ich, hat sie tatsächlich recht? Verschatte die Augen, suche den Himmel ab, aber meiner ist leer. Ich lüpfe die Achseln. Nichts, sage ich. Aber die Füße, sagt sie. Hier sind die Füße. So viel hätte ich verstanden, sage ich. Die Taube habe ihre Füße verloren, so dass sie nun fliegen müsse. Immer zu fliegen, kreisen und steigen. Ja, schreit sie. Ja. Und wieder starrt sie nach oben. Verzweifelt, entsetzt. Nur sie, die Ermattete, hat die Augen, um den sterbenden Vogel zu sehen und das Grauen um ihn herum. Himmelsfetzen, Häuserzeilen, Kamine, Antennen. Verschwunden, sagt sie plötzlich. Fort. Und schließt, als möchte sie den Vogel liebkosen, ihre Hand. Wieder haben die Jemands unsere Insel erobert. Wieder blickt jemand in die Zeitung. Riecht jemand nach Unglück, drängen sich alle zum Pulk. Lautlos. Und jemand, der seine Mappe umklammert, hat seinen Gummischuh als erster auf dem Trittgitter. Was soll ich ihr sagen?
Sie wird sich, sobald es geht, in die nächste Spritze stürzen. Aber den zum Fliegen verdammten Vogel lässt sie nicht aus den Augen. Heute nicht, morgen nicht. Sie gehören zusammen. Die sterbende Taube und das Mädchen. Ein Flug, ein Tanz durch die Stadt. Als das nächste Tram naht, trete ich unter meinesgleichen. Die Türen flappen zu. Wir rollen davon. Jemand hört hin, jemand sieht weg. Hin und wieder flackert die Sonne durch die Scheiben, und irgendwo da oben fliegt dieser Vogel, der sich ein Mädchen hinterherzieht, von Wolke zu Wolke durch den Nebel in die Sonne. Zürich, hinterm Bahnhof. Ein Morgen im Februar.